Tränenabschied in Italien. Angelika H. rast vor einer Woche im italienischen Santo Stefano di Cadore eine Familie tot. Bei einem Spaziergang durch den Urlaubsort wurden die 65-jährige Oma Maria Grazia, der 48-jährige Papa Marco sowie sein fast zweijähriger Sohn Mattia von einem Audi A3 erfasst. Am Steuer Angelika H., eine 31-jährige Deutsche. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen den Audi A3 kurz vor dem Unfall mit einem irren Tempo vorbeirauschen. Sekunden später rast die 31-Jährige die Familie tot.